Stefan Gierin, ich freue mich sehr, Sie hier bei Kulturport begrüßen zu dürfen. Sie machen Fernsehen als Entwicklungshilfe und Spielfilme zur Aufklärung. Das heißt, bloße, gute Unterhaltung interessiert Sie nicht. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie mehr wollen als nur Filme machen? Als mir klar wurde, dass ich mehr will, dachte ich, dass Filme machen ist eine Möglichkeit, das zu erreichen, weil man mit dem Filme machen ganz viele Menschen erreicht und ihnen auf einer emotionalen Ebene etwas näher bringen kann, für das sie sonst vielleicht nicht sensibel sind. Und das ist eine sehr schöne Art und Weise, Themen aufzuspüren und sie auf die Tagesordnung zu bringen. Also das Filme machen ist quasi der Mittel zum Zweck. Sie sind 2006 nach Afghanistan gegangen, um dort einen Fernsehsender aufzubauen. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Ich glaube, es gab einen afghanischen Kollegen hier in Hamburg, der Sie vielleicht dazu inspiriert hat oder einfach mitgenommen hat. Ich habe Medientechnik vorher hier in Hamburg studiert. Also quasi genau das gelernt, was man an handwerklichen Dingen dazu benötigt, um irgendwo eine Sendeanlage aufzubauen, einzumessen, in Betrieb zu nehmen oder die ganze Studio-Infrastruktur, die man drumherum braucht auch. Und dann war dieser afghanische Kommilitone, der afghanischstämmige Kommilitone, der unbedingt was in seinem Heimatland wieder machen wollte und da ein bisschen was zurückgeben wollte. Der hat nach Mithelfern gesucht. Und weil ich eine Verbindung zu Afghanistan schon hatte davor, habe ich gleich gesagt, ich bin dabei. Was haben Sie dort vorgefunden? Afghanistan ist ein Land wie aus einer anderen Zeit. Die Menschen sind furchtbar gebeutelt von Jahrzehnten des Krieges und es ist unglaublich viel zerstört und es ist auch viel zerstört an Vertrauen der Menschen und an Bildungschancen und Afghanistan ist ein Land, in dem ganz viel reingesteckt werden muss, gar nicht mal so sehr das Geld ist das Ausschlaggebende, sondern das Herzblut, mit dem man reingeht und zu sagen, wir wollen was verändern mit den Afghanen gemeinsam und wir wollen diesem Land helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Weil Afghanistan eigentlich ein Land ist, reich von Kultur, reich an Bodenschätzen und nicht zuletzt bis in die 70er Jahre ja ein sehr, sehr beliebtes Urlaubsland auch war. Ja, wenn man heutzutage Bilder von Afghanistan sieht, dann sieht man eigentlich nur Taliban, Tod und Terror, Zerstörung und denkt, Sie sind jetzt wahrscheinlich mehrmals in Afghanistan gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe oder verstanden habe. Und ich frage mich immer, sind Sie lebensmüde? Ich bin tatsächlich erst vor 6 Wochen aus Afghanistan wieder zurückgekommen. Ich habe auch Familie, ich habe 3 Kinder und ich fühle mich gar nicht lebensmüde, vielleicht ein bisschen abenteuerlustig, gehört bestimmt dazu. Aber wenn man dort ist, dann schätzt man die Bedrohungslage und die Sicherheitssituation durchaus auch anders ein, als man es jetzt von ferne hier tut. Und es ist tatsächlich so, Afghanistan ist eben nicht nur Taliban und Terror. Afghanistan ist vor allem auch ein sehr aufgeschlossenes Volk, die sehr freudig und eigentlich sehr positiv mit dem Leid, das sie da oft ertragen, umgehen und die da auch eine Lebenskraft draus schöpfen, die auch Spaß macht, dort zu sein. Also es ist unglaublich schön und erfrischend, in Afghanistan zu sein, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und dieses Leben dort auch mitzuerleben. Was produziert Ihr Sender und unter welchen Umständen produzieren die jetzt überhaupt? Herai TV ist ein expliziter Bildungsfernsehsender. Auch aus Sicherheitsgründen halten wir uns aus Politik und Nachrichten völlig raus und gucken, dass wir Bildung vermitteln. Wir gucken, dass wir Alphabetisierungsprogramme entwickeln. Wir gucken, dass wir Gesundheitsaufklärung betreiben, oftmals auf dieser ganz rudimentären Basis. Ich meine, wir können den Menschen nicht akut helfen, wie es jetzt ein medizinisches Projekt kann. Aber wir können sehr gut sagen, Leute, kocht euer Wasser ab, geht zu den Impfungen. All diese Sachen, wir können sie aufklären, wenn gerade eine Fleischvergiftung droht, weil das Klima dort schlechter geworden ist. Wir können an ganz vielen Punkten ganz in der Breite, wir erreichen über 1 Million Menschen dort in unserem Sendegebiet, wir können in der Breite Aufklärung betreiben und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und mittlerweile hat sich das wohl auch rumgesprochen. Wir haben jetzt erst Mittel bekommen vom BMZ, um einen Fernsehsender etwas nach einem ähnlichen Vorbild in Masai-Sharif aufzubauen, wo die deutschen Truppen stationiert sind. Und das ist gerade das aktuelle Projekt, da quasi einen Bildungsfernsehsender für Masai-Sharif aufzubauen, mit Unterstützung der deutschen Regierung. Das Motto Ihres Herai TV-Senders ist ja, Fernsehen macht schlau, was sicherlich viele Eltern hier nur mit Kopfschütteln quittieren können.
Fernsehen macht schlau und Sie wollen auch dort etwas zur Gleichstellung der Mädchen beitragen. Wie wird das überhaupt angenommen? Gibt es da Chancen? Die Mädchen sind eigentlich eine sehr, sehr geeignete Zielgruppe dort, weil es nach wie vor auch außerhalb der großen Metropolen und auch innerhalb der großen Städte es viele Familien gibt, die ihre Töchter nicht zur Schule gehen lassen, aus konservativen Kontext kommen und die dann aber völlig schadlos vor dem Fernseher sitzen können und sich vermeintlich nur unnützes Zeug dort angucken können. Und wenn sie dann auf die Art und Weise schreiben lernen, rechnen lernen, Grundaufklärung in den Naturwissenschaften bekommen, dann ist das eine tolle Sache. Und mein großer Traum ist es tatsächlich, eine Telenovela zu produzieren für Afghanistan. Ich träume da seit Jahren von, es fehlt leider nur am Geld. Ansonsten ist es eine tolle Möglichkeit, ein so verrufenes Format wie hier die Telenovela, wo jeder sagt, das ist Volksverdummung, aber in Wirklichkeit erreicht man damit Menschen. Und wenn man zum Beispiel sich eine Telenovela, das bin ich gerade dabei eben zu entwickeln, wenn man eine Telenovela sich ausdenkt und man setzt das Personal, die Hauptdarsteller und die Themen so, dass man damit Bildungsinhalte verknüpfen kann, dann schafft man es, täglich eine halbe Stunde die Menschen vor die Leinwand zu bekommen. Sie amüsieren sich, nicht vor die Leinwand, vor den Fernseher zu bekommen, sie amüsieren sich, sie haben Spaß dabei, sie gucken sich das an und sie merken vielleicht gar nicht, dass sie tatsächlich was dabei gelernt haben. Das ist eine große Chance, die eigentlich nur das Fernsehen so leisten kann. Also eine sehr subversive Art sozusagen der Entwicklungshilfe. Und letztlich ist es auch so, ich habe nichts Besseres gelernt, muss man ja leider sagen. Ich bin kein Mediziner, ich kann nicht den Leuten akut helfen. Ich könnte vielleicht einen Brunnen bohren, aber was ich kann, ist Filme machen und Fernsehen machen. Und wenn ich das einsetzen kann, um damit was zu verändern, und was Gutes zu bewirken, dann finde ich das ganz großartig. Wie kann man Sie da jetzt unterstützen? Naja, wir haben in Deutschland als gemeinnützig anerkannten Förderverein, den man tatsächlich immer fördern kann. Man kann uns aber auch unterstützen mit, sei es jetzt Sachspenden oder selbst wer Lust hat, da mal hinzuschnuppern als Praktikant oder vielleicht Vorbildung hat, aus der Fernsehbranche kommt und dort ein bisschen Wissen weitergeben will. Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die dort vor Ort hingehen und weiterhelfen. Auch Mediziner, die für ein medizinisches Format vielleicht als Ansprechpartner dastehen. Also Fernsehen schafft ganz viel Raum zur Mitgestaltung. Als Mitglied des Haus der jungen Produzenten sind Sie ja sozusagen auch Mitveranstaltung von Wildwechsel hier. Sehen Sie auch dieses Forum, diese Plattform als Möglichkeit vielleicht, um Unterstützung zu werben für Afghanistan? Nein, ich bin jetzt nicht hier, um Unterstützer dafür zu sein. Ich habe verschiedene Projektfronten. Ich habe jetzt gerade einen Spielfilm produziert, der zwar in Afghanistan spielt, aber den ich jetzt nicht mit diesem afghanischen Projekt identifiziere. Und ich produziere diesen Fernsehsender und ich mache dann eben so ein Projekt, das ich würde eher als Kunstprojekt bezeichnen, wie hier bei Wildwechsel. Ich finde nicht, dass ich da jetzt Akquise für die anderen Sachen betreibe. Ich mache das, was ich mache, weil es mir Spaß macht. Und ich gucke, dass ich für die Projekte das meiste raushole und denke da jetzt nicht immer an den Nutzen für. Wie viel Mitarbeiter haben Sie überhaupt bei Ihrem Sender? In Afghanistan haben wir etwa 30 Mitarbeiter. Die Zahl schwankt immer, weil wir, das steckt so ein bisschen im System, wir bezahlen für afghanische Verhältnisse zwar gut, aber auch in der Medienbranche dort in Afghanistan steigen die Löhne und die Leute werden von uns sehr gut ausgebildet und können dann für höhere Gehälter in anderen Medienfirmen arbeiten. Und werden dann einfach abgeworben. Deswegen haben wir eine relativ hohe Fluktuation. Und da wir aber auch das als Bildungsauftrag sehen für Filmhandwerk, für Fernsehhandwerk, steckt das so ein bisschen im System mit drin, dass wir hohe Fluktuation haben. Sie haben jetzt gerade einen Film gedreht, einen Spielfilm, und zwar über Kunduz. Das heißt, die Flugangriffe auf die Tanklastwagen, wo 100 Menschen starben, 2007, 2009, ich weiß nicht. Das ist 2009. 2009. Das ist 2 Jahre her. Und wie kann man so einen, ich meine, das war sicherlich ein Trauma in der Gesellschaft. Wie kann man darüber einen Spielfilm machen vor Ort mit den Leuten? Wie reagieren die da überhaupt drauf? Die Afghanen, muss man leider sagen, sind Hartes gewöhnt. In Afghanistan selber hat es gar nicht so ein großes Echo hinterlassen wie bei uns. Die Afghanen haben zig solcher Vorfälle, vielleicht nicht in dieser Größe, aber vom System her ertragen die Menschen sehr viel Leid und vergessen es dann auch schnell wieder. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man hier in Deutschland drüber redet, weil einfach Dinge, Fehler begangen wurden, die eigentlich
durch die NATO, durch die ISAF und durch deren Befehle geregelt sein sollten, zum Schutze menschlichen Lebens im Allgemeinen und der Zivilbevölkerung im Besonderen. Und da wurden Dinge missachtet, Verfahrensvorschriften gebrochen und eigentlich in Deutschland noch nicht drüber gesprochen. Und das sehe ich eine Chance, mit so einem Film tatsächlich dann Dialog anzustoßen. Wann werden wir diesen Film sehen? Er ist jetzt gerade fertig produziert. Man geht dann mit solchen Filmen üblicherweise erstmal auf die Runde und guckt, dass man eine gute Festivalpremiere bekommt. Zum Beispiel die Berlinale wäre ein Festival, das ganz toll wäre, um den Film da vorstellen zu dürfen. Wir haben aber auch internationale Festivals angesprochen. Und dann gucken wir, dass wir den 2012 in die Kinos bringen. Sie haben einen Studenten-Oscar gewonnen für Raju, einen Film über Kinderhandel in Kalkutta. Wie kam es zu diesem Projekt? Ich habe Film studiert hier in Hamburg, an der Hamburg Media School. Und es kam dann die Zeit, an der wir unser Abschlussprojekt uns aussuchen mussten. Und dann saß ich zusammen mit Max, dem Regisseur des Films. Und wir wussten, dass wir jetzt unbedingt was zusammen machen wollten. Es hatte vorher schon nicht geklappt. Und für diesen Film wollten wir unbedingt was zusammen machen. Und dann lag dieses Thema in der Luft, weil gerade das Erdbeben in Haiti gewesen war. Und eine Organisation dabei gestoppt wurde, wie sie Kinder aus dem Landes bringen wollte zur Adoption, die aber überhaupt keine Waisenkinder waren, die sich da einfach Kinder eingesammelt hatten und sie aus dem Landes bringen wollten. Und dann wussten wir, da ist ein Thema dahinter, weil natürlich hinter einer Auslandsadoption sehr, sehr große, wichtige Ziele stecken. Aber oftmals die Risiken halt auch nicht adäquat diskutiert werden. Und dann war das sofort klar, dass das ein Thema war. Und dann ist der Bezug zu Kalkutta leider auch dadurch gegeben, dass Kalkutta sowas wie ein Drehkreuz im asiatischen Kinderhandel ist. Ja, und wahrscheinlich mit einer ziemlich starken Mafia vor Ort. Sind Sie mit denen überhaupt in Berührung gekommen? Wir sind mit der anderen Seite in Berührung gekommen. Wir haben ganz viel mit den Organisationen gesprochen, die zum Wohle der Kinder Arbeit tun, an die sich Eltern wenden, deren Kinder entführt wurden, und die versuchen, diese Kinder wiederzufinden und die tatsächlich auch, das ist nicht gänzlich hoffnungslos, die tatsächlich zum Teil auch diese Kinder dann wiederfinden, in völlig anderen Teilen des Landes und denen dann wieder nach Hause helfen. Und von dieser Seite kamen wir und haben ganz viel mit Herr de Somme gesprochen, um dieses Thema so journalistisch, wie es für einen Spielfilm überhaupt geht, darzustellen, so realitätsnah auch darzustellen. Sie haben auch in Kalkutta eine Stiftung gegründet, um Kindern zu helfen. Wer betreut die? Wir haben vor Ort Mitarbeiter, die letztlich sind wir ja doch immer noch Filmemacher. Wir haben Mitarbeiter, die vor Ort beim Film tätig waren, die das für uns koordinieren. Wir gucken, dass wir hier dafür Geld sammeln, weil wir mittlerweile Organisationen kennen, von denen wir denken, dass sie sinnvolle Arbeit tun in den Vierteln, im sozialen Kontext der Kinder und wo wir genau wissen, wo das Geld hingeht und das einfach als Möglichkeit sehen, da ein bisschen was zurückzugeben. Letzte Frage, warum sind Sie überhaupt jetzt hier? Das heißt, was versprechen Sie sich von Wildwechsel? Wildwechsel ist erstmal eigentlich eine ganz neue Perspektive für Hamburg, weil mit dieser Veranstaltung und mit der Kreativgesellschaft sich unsere Branche, die ja nicht eben nur Film ist, sondern ganz viele andere kreative Künste mit dazu, untereinander vernetzt und eine Möglichkeit des Austauschs schafft. Und das ist in der Form neu. Das beginnt sich auch gerade erst deutschlandweit und auch international ein Bewusstsein dafür zu formen, dass es so etwas wie eine Kreativindustrie gibt. Und ich finde es eine sehr, sehr spannende Sache zu sagen, wir sind Spezialisten, wir betreiben Kunst, aber trotzdem können wir Netzwerke ausbilden, wir können uns unterstützen, wir können zusammenarbeiten. Und Wildwechsel ist sowas wie ein Startschuss für viele fruchtbare Zusammenarbeiten. Das ist das, was ich mir davon verspreche. Herzlichen Dank für das Gespräch.